Die Borowsko-Brücke, eine unvollendete Autobahnbrücke, erbaut im Jahre 1939. Ursprünglich solle sie von Prag nach Chiljawa führen, doch leider kam es nicht dazu. Das Attentat auf Reinhard Heydrich verhinderte dies. 1948 bis 1950 wurde jedoch der Bau wieder aufgenommen. Sie wurde zwar abgenommen, aber auf der Südseite nie fertiggestellt. Die Borowsko-Brücke, auch bekannt als Hitlerbrücke, ist eine Bogenbrücke und rund 100 Meter hoch. Bis auf die Straße und ein Stück vom Rundbogen steht sie bis heute in einem Stausee.